15 mit und ohne Njal 4 Personen und einige Packstücke sausen durch die Luft. Die kreisrunden Kanäle der Station lassen nur eine Richtung zu. Alle kennen bereits die Prozedur. Doch selbst zwei Njal fährt jedes Mal ein Crasher. Freudenschrei klingen anders, dennoch ist das Tunnelsystem eine effektive Methode, hier oben im luftleeren Raum Waren, oder in unserem Fall sogar Menschen zu transportieren. Dies ist umso verständlicher, weil die magnetische Gravitation auf exakt 0,05 G eingestellt ist. Njal will das so. Er wiegt nun 20 Kilo. Weiter geht's um die Ecken, Svenor ist der Schnellste. Er sieht zu seinen Freunden zurück. Bakurm liegt eher in der Luft, ähnt und dreht Däumchen dabei. Diesmal ist er vielleicht etwas zu cool, denn Njals Telematikbüro ist bereits näher als er glaubt. Der Luftstrom reißt ab. Er spreizt die Extremitäten, rutscht, hoppelt und knallt weiter. Kurz vor der letzten Schleuse kommt er zum Stehen. Zeit sich umzuschauen, von hinten kommen gerade die restlichen Pakete inklusive der Ladung angesaust. Alles überschlägt sich. Die ganze Materie sammelt sich in einem Knoll direkt bei Svenor. Zwalnibon fängt sich als Erste. Sie zieht ein kleines Netz aus der Hosentasche und wirft es geschickt um Njals Lekelli. Dazwischen murmelt sie verzweifelt Jemi, oh nee. Keinmals nie ich unpünktlich war. Viel zu wenig Ware. Wie wird ihr Kunde reagieren? Svenor macht derweil ein paar Saldos aus dem Stand. 0,05 Gestra, selbst im Königreich der 1000.